Es geht weiter mit Zelda Twilight Princess. Hier im letzten Dungeon von diesem Spiel, also im Finale. Im letzten Part haben wir ja uns alle nötigen Sachen gekauft und geholt. Jetzt wird's an der Zeit, Ganondorf aufzusuchen. Doch zuerst müssen wir gegen ein paar Wachen kämpfen, die allerdings nichts können. Leider. Also werden sie sterben. So. Und... ach, sie sind noch nicht tot. So. Und es kamen noch ein paar Exalfos dazu, die aber auch sterben werden. Ach, come on, du. Du denkst, du kannst mich schlagen. Dass ich mich nicht totlache. So. Und Fangstoß. Und wenn man nach dem Fangstoß A drückt, dann kommt noch so eine coole Animation von Ding. Ich kann sie ja jetzt nochmal zeigen. So. 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 Blank ziehen und tot ist der. Und ja. Es hängen viele silberne Rubine. Obwohl das keine... nee, das sind keine Rubine. Aber es taucht zumindest eine Truhe auf, die ich ganz gerne haben möchte. Und eine Treppe. Oder war die Treppe schon immer da? Keine Ahnung. So, wo ist mein Greifhaken? Hier. Und rauf da mit dir. Und sammle die Truhe ein. Es ist was Wichtiges. Auf jeden Fall. Der Kompass, endlich. Jetzt kann ich... jetzt kann ich zuerst abchecken, ob ich überall alle Truhen habe. Ich glaube, ja. So, von wo geht es hier weiter jetzt? Wieso spielt eigentlich keine Musik, oder? Bilde ich das mir nur ein? Denn normalerweise muss hier Musik spielen. Habe ich schon wieder einen Aufnahmebug? Oder was? Und wie komme ich eigentlich weiter? Wäre auch bei mir die Frage. Nee, echt jetzt, wieso spielt hier keine Musik? Mir fällt da nur eins ein. Ich werde jetzt das Spiel neu starten. Also sehen wir uns gleich, hoffentlich auch mit Musik. So, jetzt ist die Musik wieder zurück. Und wir können weiter mit Musik spielen. Yay. Es war schon wieder ein Spielbug. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber ich habe es gefixt. So.
Jetzt ziehe ich mich wieder hier hoch und gehe rein. Was gibt's hier? Ein böses Geschenk, welches ich nicht haben möchte. So, schade. So. Jetzt kriegst du das, was du verdienst. Ja, das ist wahrscheinlich Ganondorfs Wache, die Nimbus Garden, weil das sind ja auch die stärksten Gegner. So, aber wir killen sie trotzdem ohne Probleme. Gegen die eine kommen wir schon klar. Ja, das war einfach. So, und ich will mal noch was abchecken. Hier spawnt sogar eine Truhe für das Killen der Nimbusgarde. Cool. Und sie hinterlässt sogar 3 Herzen. Die haben nichts. Okay, ich muss hier Fackeln anzünden. Alle? Ist die Frage, glaube ich, ja. Und es spielt... Ich glaube, es spielt schon wieder keine Musik. Ja. Woran das liegen kann, fragt mich bitte nicht. Bei mir ist nur die Frage... Die Fackeln brennen. Wo ist die vierte? Die diese Plattform hochnimmt. Oder gibt es keine vierte, sondern man muss sich da irgendwo hochziehen. Stimmt auch nicht. Muss man vielleicht die löschen? Wenn ja, dann wie? Mit dem Boomerang. So. Stimmt's? Ja. Die musste man löschen. Und zwar habe ich es falsch aber gemacht. Oh Gott. Ein schwieriges Rätsel. Und zwar sollte man es am besten vielleicht von hier aus tun. Damit, wenn die Fackel erlischt, ich auf dieser Plattform stehe. Nein, Link. So. So. Und da kann ich auch die Truhe einsammeln. Die einen violetten Rubin enthält. Und es ist eine Weggabelung. Rechts oder links? Rechts, links, rechts, links. Keine Ahnung, ich gehe links. Mal sehen, was es hier gibt. Pfeile. Ist auch cool. Ich glaube aber, wir müssen so oder so an die beiden Seiten. Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Wenn wir auch nicht auf die beiden Wege müssen, werden wir trotzdem sie absuchen. Hier sind ein paar Idioten da, die ich schnell töten werde. So. Und hier muss es noch eine Truhe geben. Ich habe das gewusst, das ist auffällig. Kann ich etwa das Seil nicht mit den Greifhaken zerschneiden? Okay. Dann halt nicht. Aha. Ein Kristallschalter. So.
der mir die Tür öffnet. Okay. Und hier wartet was zum Geier. Hier warten schon wieder zwei von diesen Nimbus-Garden. Ich versuche mal die eine an mich zu lenken mit dem Bogen. Das juckt sie nicht. Okay, mit dem Greifhaken. Was? Ah, ich weiß. Das könnte sie vielleicht anlenken. Ja, da kommt sie, meine kleine. Ach. Sie läuft auch. Sie laufen diese Nimbusgarden auch immer so cool zu einem auf einen zu. So richtig mit Style, als wären sie der Oberboss. Aber sie sind es halt nicht. Ganondorf ist der Oberboss. Ich will die Schildattacke ausführen. Und sie klappt bei mir irgendwie nicht. Dann halt nicht so. Ich trete mal ein bisschen zurück, weil sonst wird die zu weit zukommen. So, komm näher. So. Jetzt schmeißt sie sein Schwert oder keine Ahnung was das ist und da ist sie in der schnellen Form. So. Und sie wird aber auch so sterben. Ob sie in der schnellen ist oder in der langsamen, sie wird sterben. Und dein Freund wird auch sterben. Hallöchen. So. So. Und so. Und jetzt kannst du sterben. Und wieder mal mit dem Helmspalter schön zerschnitten. Und jetzt kannst du dein Schwert schmeißen. Bringt dir aber nichts. Ich werde dich trotzdem schlagen, meine Kleine. Obwohl du gar nicht mal so klein bist. Sage ich dir nur eins. So. So. Voll das Bein zerschnitten. Aber okay. Bei mir ist die Frage, wieso gibt es hier keine Musik? Und wir gehen zuerst hier hin, denn hier ist eine Truhe. Der Boss-Key sogar. Aber es sind auch ein paar Gegner. Link, pass mal auf. Sonst wäre der Fall direkt in mich geflogen. Doch irgendwas hat sie gestoppt. Und zwar was? Der Vogel? Wem gehört er? Natürlich gehört er unseren Freunden oder unseren Gehilfen. Die sind ja... Also der ist unser Freund, aber die anderen sind nur Gehilfen. Und ja, die haben uns das Leben gerettet. Sage ich mal so. Link, du musst sie ins Café einladen als Dankeschön. Und hier kriegen wir den Masterschlüssel, der uns die Tür zu Ganondorf aufmachen wird. Doch zuerst gehe ich hier rüber. Gehe nicht hier rein, sondern gehe hier runter. Und gucke, was es hier gibt. Ein paar Flug-Exalfos oder Luft-Exalfos. Keine Ahnung, wie sie heißen.
Aber die ist, die wird es einfach zu besiegen. Ich glaube sogar mit den Bombenpfeilen kann man sie easy killen. Nein, es geht nur mit den Greifhaken. Und ich versau es. So. Jetzt wirst du aber sterben, meine Kleine. So. Schön tot. Und ich kann hier weiter vordringen. Was gibt's hier? Ein kleiner Schlüssel. Am Ende dieses Dungeons muss uns ein kleiner Schlüssel übrig bleiben. Wir brauchen ihn. So, jetzt kann ich zurückkehren. Denn ich muss noch die andere Seite abchecken, was es auf der anderen Seite gibt. So, ich gehe mal hier raus. Hier, es zeigt mir an, dass hier eine Truhe sein soll, aber es gibt hier keine Truhe. Es gibt hier keine Truhe. Aber es gibt hier einen Schalter, der vielleicht die Truhe triggert. Ah ne, hier gibt es doch eine Truhe, sorry. Ich sollte dann mal lieber meine Augen putzen. So, wo ist die Truhe gespawnt? Dort. Es wird, glaube ich, ein Umweg sein oder doch nicht? Ja, es wird schon ein Umweg sein, an sie ranzukommen. Ja, ach, ich kann heute nicht reden. An sie ranzukommen ist kein Problem, aber ich muss runter von dieser Plattform. Und dann muss ich wieder auf die Treppe und dann sich wieder mit den Greifhaken hochziehen und so weiter und so fort. Und diesmal ist es ein silberner Rubin, der leider nicht reinpasst. Dafür gibt es nur eine Lösung. Und zwar die hier. Und die hier. Und nochmal die hier. Und nochmal die hier. Die hier. Und nochmal. Und nochmal. So, jetzt kann ich sie aber ausziehen. Meine Rubine werde ich noch brauchen. Irgendwann mal vielleicht. Nee. Ich werde sie nie mehr brauchen. So. Ein silberner Rubin. Diese Rubine werde ich nie mehr brauchen. So, da hoch kann ich mich nicht hochziehen. Da hoch auch nicht. Stimmt's? Ja. Ich muss einen Umweg gehen. Oder nehmen. So. Wo geht's weiter? Und wie geht's weiter? Ach, aber irgendwie bin ich heute dumm und ich habe keinen Bock, dieses Spiel mehr zu spielen. Aber ich muss. Kann ich so ein bisschen cheaten? Glaube ich nicht, leider. Es wurde, glaube ich, alles genau berechnet. Schade. Schade, schade, schade. So. Aber ich komme hier zumindest weiter. Obwohl ich hier schon weitergekommen bin. Oh nein, jetzt komm. Oh, come on. Dieses Spielchen schon wieder mit den Fackeln. Nervt. Aber okay. So. So. Lampe weglegen. Nein. Boomerang aktivieren. Und Fackel ausschalten. Sag ich mal so. Löschen.
die Fackel löscht man. Und dann hier weitergehen. Was gibt es denn hier jetzt? Diesmal sind es zwei. Keine Nimbus Garden hier, aber ein Rätsel. Und irgendwas musste man hier als Wolf tun. Ich glaube... Oder doch nicht. Oder nein. Nee. Man musste diese hier runterschießen. Hä? Wieso triffst du nicht? Oder kann... Jetzt sag mir nicht, ich kann diese hier nicht... Ich kann das hier mit einem Bombenpfeil nicht zerschneiden. Stimmt's? Ja. Ein Muster. Welches ich nicht sehe. Aha. Das bedeutet, hier soll ich anfangen. Hier anfangen. So. So. Und so. Und ich war wohl zu langsam. So. Ich war wohl zu langsam. So. Nein, das war schon wieder zu langsam. Ich fange von vorne an. Das war zu langsam. Ja, ich muss es so machen. So. 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 Und so. Aber es klappt irgendwie nicht. Oder soll ich es... Muss ich es... Moment, muss ich es... Muss ich es vielleicht so machen? Ja. So, andersrum natürlich. Okay, dann halt andersrum. Die Fackel kannst du jetzt weglegen, Link. Was gibt's hier? Gibt es hier schon wieder zwei Nimbus Garden? Nein, diesmal zwei von diesen Stall. Nee, das sind. Oder doch sind das. Nee, das sind. Das sind das Stall-Exal-Fosse? Keine Ahnung. So. Den einen habe ich schon ein bisschen getroffen. Und die anderen vielleicht auch. Nein, den einen nur. So. Mit dem Helmspalter. Schön. Ah, schade, der hat nur angetäuscht, glaube ich. Oder keine Ahnung was. Und das hat gut funktioniert. Du, mit deinem Schild kannst du mich mal. So machen wir es jetzt. Oder halt nicht. Oder so. Ne, die sind irgendwie gegen den Rundumhieb immun. Die kann man nur, glaube ich, nur mit einem Konter besiegen. Und wenn ja, dann mit welchem? Ne, komm, schlag zu. Schlag zu. Oder, nee, doch mit der Schildattacke. Und dann mit dem Helmspalter. Okay. So, hier gibt's aber noch was, das ich holen kann. Obwohl, Moment, ich war doch hier schon. Hä? Ich war doch hier schon. Verstehe ich nicht. Oder muss ich zuerst diesen Schalter drücken? Nee.
Dieser Schalter bringt nichts. Hä? Verstehe ich jetzt ganz und gar nicht. Oder ist die Truhe irgendwo da unten? Hä? Wo ist die scheiß Truhe? Lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Ja, irgendwo hier. Aber sie ist doch nicht in den... Nee. Hä? Ich verstehe das jetzt nicht. Wie soll ich sie holen, wenn ich sie nicht sehe? Oder ist sie irgendwo hier und ich muss sie nur irgendwie spawnen lassen? Momentchen mal. Ich erinnere mich, dass in irgendeinem solchen Raum musste man irgendwas mit den hier Wolf machen, doch ich weiß nicht was. Hä? Moment mal. Was soll ich hier machen? Hier kann jetzt die Truhe unmöglich. Ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Und wo ist die Truhe? Verstehe ich nicht. Aber es sieht so ein bisschen aus, als wäre sie da unten. Als wäre sie irgendwo hier. Moment mal. Momentchen mal. Muss ich etwa irgendwie auf die Burgmauer raufkommen, auf diese hier? Oder was? Ich werde mal kurz runter gucken müssen, um rauszufinden, wie ich an die Truhe rankomme, die mir dort fehlt. Ich glaube, ich muss irgendwie auf die Burgmauer kommen. Aber wie? Wäre bei mir die Frage. Aber wie? Aber wie, aber wie? Irgendwie muss es ja gehen. Doch, wie geht es? Irgendwie, aber wie? Komm, Schweinchen, steh auf.
Steh auf, danke. Ach, come on, du scheiß Bocklin. Du kannst mich mal. So. Unlogisch, dass die Pfeile brennen, aber okay. Bremst mal kurz ab, Schweinchen. So. Danke für die Rubine, doch sie bringen mir nichts. Bei mir ist die Frage, wo ist die Truhe, die ich suche? Ich werde mal hier kurz alles durchrennen. So. Und wie komme ich auf die Burgmauer? Oder was das soll? Weil sonst habe ich keinen Plan, wie ich in die Truhe rankommen soll. Und ich glaube, es geht auch nicht so, wie ich es vermute. Was wollen die Entwickler hier von mir? Was wollt ihr hier von mir? Hier kommt man auch nirgends wie hoch. Es bleibt nur hier irgendwie übrig, aber hier gibt's nirgendwo, wo man sich hochziehen kann. Oder hochlaufen. So. Ich werde mal da was aktivieren. Und das hat nichts gebracht. Hä? So. Und so, ihr könnt mal sterben, bitte. Danke, wenn ihr das schon gemacht habt. So. Und so. Ach, come on, stirb du. So, und so. Und du da oben, bitte auch. Danke. Ich habe so eine Vermutung, dass diese Truhe irgendwo auf dieser Burgmauer ist. Auf dieser hier. Aber wie komme ich da hoch? Das weiß ich leider nicht. Ich werde im nächsten Part die Truhe reinschneiden. Und ja, weil dieser Part endet hier. Also, wenn euch der Part gefallen hat, dann werde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.